Hallo in die Runde und herzlich willkommen. Wir legen nahtlos nach und schauen uns die vierte von fünf Rocket-Finalserien von Martin aus dem letzten Jahr an. Und erfreulicherweise habe ich Eddie wieder am Start. Herzlich willkommen. Ja, hallo Daniel. Das hat gestern schon richtig gut geklappt mit uns beiden, würde ich sagen. Vor allen Dingen hat es Spaß gemacht. Das wiederholen wir auf jeden Fall. Und ich denke, wir starten wieder direkt in die Serie rein. Wie gesagt, vierte von fünf Serien, also die vorletzte Liste. Und Martin ist jetzt von einer sehr guten Positionierung ein bisschen abgefallen, natürlich mit der vorigen Liste, aber er liegt auf jeden Fall noch in Reichweite auch des ganz großen Geldes, ne? Okay, einen ziemlich unattraktiven Ansatz. Man hätte vielleicht null anreizen können und man gerollt hätte, dann wäre wahrscheinlich sowieso nicht angekommen. Er hat auch wenig zu schmieren, also wirklich wenig Aussicht. Ja. Ein Stich. Er könnte Kreuz noch tauchen, aber das bei drei Augen liegen macht das ja gar keinen Unterschied. So, da bin ich mal gespannt, wie weit ob er das Spiel jetzt anreizt. Eher nicht ohne Trumpfvolle. Also, das hätte mich jetzt auch gewundert. Er ist ja relativ tight unterwegs und vor allen Dingen, ich glaube, natürlich jetzt hinten raus kann man langsam das Risiko ein bisschen erhöhen, aber so verzweifelt braucht er nur wirklich noch nicht sein. So ist es noch, so weit ist es noch nicht. Ui, ganz schön viele Trümpfe. Mal ein Spieler. Na, entweder Pik sieben kommt Trumpf mit. nicht zurück. Sind das jetzt 7 A2 und Pik Ass 10 Lusch? Das wären nicht die besten Nachrichten. Zwei Unbekannte noch, ne? Ah, es sind zwei Kreuzen. 30. Dreißig reicht nicht für Schneider frei. Nee. Hey, 4 bestellte 10, 2 Jungs. Das ist ja mal wieder Ich denke, er ein. wird 18, ich denke, er wird 18 sagen, bevor er sich Spanisch 2 Asse im Skat anguckt oder Bauer Ass oder sowas in der Richtung. Also ich finde als erstes mal die Symmetrie der Karte. So ein Ding habe ich, also ich glaube, das Blatt habe ich auch wirklich noch nie gehabt in meiner Skat-Karriere. Würdest du 18 sagen? Ich denke, in Spiel 4. Ja, ich würde so sagen. Aber ich auch nur 18, natürlich, logisch. Martin sagt, die 18, er kriegt's. Okay, spanische Findung, heißt zwei Asse, ja? Dos Asos in Stockos, genau. Immer Ja, positiv. immer Einmal positiv. ja, einmal nein. Trotzdem in dem Sinne gut, weil er noch in der anderen Farbe dann den fünften Trumpf findet, nicht in der gleichen Farbe. Unglücklicherweise die falsche 10 oben. Also, was heißt unglücklicherweise? Er hat jetzt schon 34. Da kann man immer philosophieren, ob es besser ist, dass einem die bestellte 10 hochgespielt wird oder man 14 von der Farbe, wo man gedrückt hat, bekommt. Wahrscheinlich ist das jetzt sogar besser. Ne? 34 hat Ass 10, ist schon Also gewonnen. jetzt ist er sehr weit, kann der die Kreuz 10 Ja. auch noch durchbekommen. Also wenn da jetzt gelegen hätte, Pik Lusche, Pik Dame, dann hätte ich dir definitiv recht gegeben. Dann Ja, genau. weißt du nicht, was los ist oder dann ist klar, dass du dich verzogen hast oder verdrückt hast, aber so. Ja, alles gut. So, der Mann da links. Ich glaube, dass die 4 Trumpf rechts stehen tatsächlich, weil. Gehst jetzt schon ziemlich sicher von vier Trümpfen aus. Naja, Lusche, es wurde, wir haben gestochen mit Trumpf 10 und der erste Trumpfstich war Lusche König. Also der ist ja sowieso sehr merkwürdig, ne? Ja. Ich glaube, dass der Mann da nicht ganz genau drauf geachtet hat, vielleicht, aber Ja, das sind also. ja auch diese kleinen Indizien, die wir jetzt natürlich in dem Sinne auch schon einsammeln wollen, weil es maskierter Tisch ist. Also gibt es hier jemanden, der im zweiten Stich oder im dritten Stich vergisst, dass im zweiten Stich die Trumpf 10 weg ist und das Ass nochmal Ja, schon? aber ich muss jetzt nochmal revidieren, da der Rechte den König gelegt hat, müssen links 4 A2 stehen, natürlich. Das war eine kleine. Ist zumindest eher wahrscheinlich. So, und wenn Ja, die ja. vier Trümpfe stehen, mit Herz 10 ist Martin durch, ne? Deswegen wird er jetzt wohl Herz 10 ziehen, ne?
Ja, wird ja 10 spielen, denke ich auch. Wenn Ich der habe ja noch läuft, ist Dietrich. gut. Wenn der gestochen wird, kann es wieder problematisch werden. Ach, da guck mal. Ja. Jetzt geht es um Schneider bei dem Spiel. Naja. Zumindest ist es sicher gewonnen und ja, man kann es zumindest. Martin könnte auch die Karten, glaube ich, in die Luft schmeißen. Er weiß ja, dass er durch ist, aber er will auch noch mal gucken. Vielleicht, wie spielen die hier und kriege ich hier die Kreuz 10 sogar noch durch? Ja. Ja, ich glaube, jetzt Ja, sind die kriegt er jetzt durch. nur noch Kreuz im Spiel, ne? Oh, kriegt sogar noch ein Bild in Kreuz. Guck mal, wie sich das hinten raus Also, manchmal entwickelt. ja. Ja, okay. Gut, er hat jetzt Also die beiden. 68 Punkte für diese fragwürdigen 18. Aber nachdem Mittelhand gepasst hat, denke ich, spricht schon einiges dafür, dass man sie fragt. Ja. Aber manchmal doch wirklich interessant. Eben mit vier einfach bestellten Zehnern die 18, jetzt mit zwei Assen und zwei Bauern keine 18. Gut, es sind natürlich erstens die beiden roten Bauern, es ist Mittelhand. Genau, das ist als Erster müssen wir jetzt hier agieren. Allerdings, meine Theorie kennst du ja, wenn man, also ich sage auf jeden Fall 18, weil ich behaupte immer noch, wenn wir es für 18 bekommen, dann sind wir Favorit. Natürlich, Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Aber Martin hat sie nicht gesagt. Ich denke, Okay. es ist natürlich auch knapp, logischerweise. Irgendwo gibt ihm statt Pik König die 10, statt na, dann also eine Karte, vielleicht sogar schon Kreuz Bube statt Herz Bube, dann wäre er sicher immer dabei. Aber jetzt hat er sie nicht gesagt. Der kam ganz schön schnell, die Herz 9. So. Jetzt Jetzt Pik. gucken wir uns mal die Abwürfe. Oh, das ist Ja. gut. Pik wird abgeworfen. Das ist perfekt. Ich glaube, Pik 9 wird das abgeworfen. Spiel war, glaube ich, ganz einfach. Was lag denn? Na, das ist der sechsten Trumpf in Herz. Hätten wir gefunden. Ja. Und was hatten wir in Pik? Offensichtlich nicht das Ass, ne? Ja. So, konsequenterweise wird er dieses Spiel jetzt auch passen. Wenn Ja. er eben keine 18 gesagt hat. Ja. Es sind 7 Bilder, ja, 3 Buben dabei, aber vor allen Dingen, also diese Zwillinge immer noch mit Bildern dabei, ganz fürchterlich natürlich. So, Kreuz, 5 dagegen. 5 dagegen. Das wäre jetzt der Fall gewesen, Ich wo ich frage jetzt mal wahrscheinlich. so, spielst du auch den blanken König so schnell? Das wäre jetzt wirklich der Fall gewesen, wo ich ihn vielleicht nicht gespielt hätte, sondern Herz Dame. Aber ich finde die Konsequenz bei Martin einfach auch beeindruckend. Der ist davon, der spielt das so lange, bis wirklich das 20 Mal hintereinander schief geht, vielleicht, und sagt dann, das ist alles verkehrt. Na, also Und das ist es halt einfach nicht. ich muss ihn mal fragen, weil sind vielleicht auch meine Videos ein Stück weit dafür verantwortlich? Habe ich das Blankspielen so salonfähig gemacht, wie es heute wirklich ist? Aus jeder Position, egal wie viel Trümpfe. Es ist jedenfalls häufig definitiv nicht verkehrt. Und mit 5 Trumpf konnte man, glaube ich, auch schon vor 20 Jahren war das schon salonfähig, mit 5 Trumpf Flank auszuspielen. Aber natürlich gegen Mittelhand kann man sich auch mal anders entscheiden. Okay, es ist ein 6 Trümpfer offensichtlich. Sechs Trümpfer mit Karo Ass, genau so. Und beiden Trumpf vollen, also wahrscheinlich erstmal schon ein schönes Spiel. Ob es gegen die Verteilung hilft, nochmal dahingestellt. Auf welche Farbe drehst du jetzt? Auf Herz, auf jeden Fall auf Herz Dame. Weil an sich ja, Pik ist schon wahrscheinlich die lange Farbe auch von unserem Partner, wenn er das Ass spielt und Und die 10 nicht hat. Und wir wollen eigentlich gar nicht die Stechfarbe unbedingt finden, ne? ja. Und außerdem ist Pik 10, wenn er jetzt eine blanke Herz und drei Karo oben hat und wir spielen Pik 9, dann ist die weg, ne? Die Ja. blanke, blanke Herz. Unser Partner schnippelt, offensichtlich unser Partner schnippelt auf uns, was er sich wahrscheinlich leisten kann, weil er Drei Herzen drei hat, Herzen hoffentlich. hat und sicher auch Ja. noch die Fantasie, das jetzt Herz Ass nach Hause zu bekommen. So, jetzt müssen wir Trumpf 9 mit. Moment. Trumpf 9, Bauer, Bauer ist Theorie, oder? Weil der Alleinspieler hat ja jetzt noch 10 Dame, Kreuz, Junge. Also, da gehen wir dann auf die Jagd nach dem Trumpf vollen und müssten eigentlich immer Und hinkommen, ne? verweigern Karo 10, falls der Alleinspieler hat, und machen da den Karo-Stich und bauen uns Rest auf, oder?
Ja, so rum könnte man jetzt wieder argumentieren, wenn er noch Karo 10 König tatsächlich, nee, den König hatten wir selber, Karo 10 Dame hat, dann machen wir sonst halt nur noch zwei Stiche, während wir so ein mehr machen. Aber wir geben dafür eben auch eine Trumpfgabel am Ende die Möglichkeit und die Trumpf 10 werden wir sehr wahrscheinlich jetzt nicht bekommen. Ne? Also irritiert Ja, mich vor allem, auch. wenn der Alleinspieler jetzt irgendwie wieder irgendwann rankommt. Also auf jeden Fall ist das meiner Meinung nach nicht präzise. Ich glaube, selbst wenn man auf Pik wechseln möchte, kann man hier die zwei Augen sparen, um im Endspiel eben einen Stich mehr zu machen und auch nochmal mit einem Bauern Ja. vorsetzen zu können. Ne? Okay, er hat Karo Bauer genommen. Ach, du ahnst es nicht. Jetzt wird es auch ein bisschen Jetzt muss kompliziert. er ja Karo Jetzt. 10 spielen, aber gut, jetzt haben Jetzt. wir wahrscheinlich, jetzt muss er auch Pik 10 laden, weil alles andere macht keinen Sinn mehr. Der Alleinspieler hat sechsmal Trumpf. Blank, blank und Karo Ass bestellt, offensichtlich, ne? Aber wieso hat. Achso, Pik Ass war ja bei. Alles klar, Pik Ass habe ich gerade. Pik Ass war ja bei unserem Partner. Ja, jetzt muss er Ja. sich eigentlich reinlegen. Ne? Dass der jetzt zwei Piken hat, wäre eigentlich. Ja. Da ist es passiert. Dann passiert wohl nichts mehr. Wenn der jetzt zwei Piken noch gehabt hätte, ne? Das wäre jetzt ein legendärer Verlauf Da gewesen. passiert nichts mehr. Ja. Okay. Stell dir vor, der hat jetzt die Karo Dame gedrückt und die Pik Dame oben. Das wäre dann wirklich schon Das wäre cool ein gewesen, ja. interessantes Das hätten wir aber Pärchen. auch alles ausgeschlossen, wenn wir Trumpf 9 genommen hätten und die Bauern gespielt hätten. Dann hätten Dann. wir das alles rausgefunden. Dann hätte es keine Wehr gegeben, ja. Ja. Ich denke, wenn er sich das nochmal anguckt, da wird er jetzt auch wissen, dass das nicht präzise war. Jetzt wird er es noch nicht wissen, weil er jetzt denkt, die 40 sind so oder so da. Das wird ihn dann auch nicht weiter großartig hoffentlich interessieren. So, Mittelhand spielt Herz, erster Stich 0 Augen, wir haben drei Trümpfe. 27er Reizung, also wahrscheinlich mit Zweien, potenziell auch ohne Zweien, aber wo er sich hier so easy noch die 21 schon mal abstechen lässt, würde ich jetzt eher denken, er hat die beiden Alten. Ja. Zumal vorhin mit zwei Alten und Kreuz 10 zu 4 eher 36 Reiz als mit zwei roten Jungs und Kreuz 10 zu 4, ne? Ja. Kreuz 3-3 ist natürlich, also auch noch gut möglich, muss man sagen. Dann ist die Frage, wo stehen die, also wer hat den König, wer hat die Dame, wer macht den Kreuzstich? Kann er. Ja, war es nicht? Ach so. Das waren drei Kreuz Luschen, es waren drei Luschen bisher weg. 9, Kreuz 8, Kreuz 7. Mittelhand geht nicht mit der Dame drauf. Okay. Meiner Meinung nach unwahrscheinlicher, aber kann sein, ja. Karo kommt hinterher. Ich meine, Wie er hat, gereizt. glaube ich, auch überlegt, ob er schon Trumpf spielt, aber da kann er natürlich seinem Partner auch noch einen Trumpfstich abmelden. Okay, die Trumpf 10 hätte er eben jetzt nicht kaputt gemacht, aber Okay. vielleicht ist der König beim Partner noch. Kann auch ein Fünftrümpfer mit Ass 10 Dame in Pik sein oder Ass 10 König. Ne? Dann ist das Schneiden meiner Meinung nach noch unpräziser gewesen. Oh, es ist ein Fünftrümpfer. Es ist ein Herzbube ist bei unserem Mann. Fünftrümpfer, aber ich denke, gut gezockt von Spieler 2 hier, dass er jetzt Oben, einmal von unten. oben, einmal von unten. Also er geht schon jetzt auf die 3-2-Trumpf-Restverteilung. Ja, wobei er sich jetzt theoretisch, oh, der spielt nicht Kreuz. Theoretisch könnte er sich jetzt verzockt haben, wenn wir Herzbauern haben und Überstich jetzt hätten, ne? Entweder, ja, Überstich, Kreuz oder nochmal den Abstich von Kreuz, Dame, König, sowas in der Art, Genau, ne? ja. Aber er muss geschlossene Piken haben. Kreuz, Ach, der hat König. wirklich Kreuzkönig. Mit Ass, König, 7, den ersten getaucht. Okay, man muss sagen, Und warte mal, jetzt haben wir gewonnen, oder? nee, ich glaube 59. 59, Oder. ja, richtig, 36 und 23, ja. Wenn wir einen mehr hätten, hätte er hier im 9. Stich auch noch mit Pik Dame fortsetzen können oder müssen. Ja, interessant eigentlich die Entscheidung im ersten Stich. Er hat also 5 Trümpfer mit 2, mit Ass König 7 und Ass Dame Pik. Und es kommt Kreuz auf, wo er Ass König 7 hat, ist natürlich schon ungünstig für ihn. Da muss man sich schon sehr prinzipiell entscheiden. Ne? König ist
Es gibt Varianten, wo der König genau richtig ist, wäre hier sicher der Fall gewesen gegen die blanke Lusche. Das Ass kann gegen die blanke 10 hinten richtig sein und gegen die 7 ist eigentlich der am selten gespielteste Zug, würde ich denken, ne? Ja. Gerade wo er ja auch nicht noch in der dritten oder vierten Farbe einen Blanken hat, das heißt, er muss kein Überspiel befürchten in der dritten oder vierten Genau. Farbe, sodass ihm Es dann ist da kein 6-3-1, gerade nicht beim 6-3-1, weil es kein 6-3-1 ist. Ja, ja. So, jetzt gucken wir aber mal, haben wir richtig, also er Ja, gewinnt mit 59, 61. 36 und 23, ja. Null Augen Karo gedrückt, also nicht mal viel gedrückt. Also dieser erste Stich, den Kreuz da zu tauchen, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das gegen die Reizung aus Vorhand, damit hat er sich es vielleicht wirklich ein bisschen schwerer gemacht. Damit hat er diesen 32er Abstich dann bekommen. Martin hat gerade aber auch erst so geguckt, als wenn er glaubte, dass ein Mitspieler das Spiel, glaube ich, verschenkt hat, aber da war ja nichts mit verschenkt, weil 7. als er rangekommen ist mit Herzkönig, ging das Spiel halt nicht mehr bei 36, wo er den letzten Herzbuben hatte. Er hätte wahrscheinlich präzise natürlich Kreuz Dame spielen müssen, aber Das er hätte wusste hier. ja selber, dass er den letzten Trumpf hat. Ja. Nächstes Spiel, So, Kreuz nächstes 7 Glück. kam ziemlich schnell blank. Wir haben nur zwei volle, Daniel. Obwohl er blank ist, würde ich jetzt hier wahrscheinlich sogar nur zur Dame tendieren. Was sagst du? Naja, muss immer abwägen, erstmal, was man glaubt. Wir glauben schon, dass die 10 unten ist, ne? Aber wenn sie dann doch mal oben ist, dann sieht es erstens mal richtig peinlich aus und ist häufig dann auch schon der Sieg für einen Alleinspieler. Ja, außerdem aus 10, 8 hat er ja häufig immer noch die 8 oben, weil er vielleicht in der anderen Farbe noch ein Bild oder irgendwas anderes zu drücken hat. Also an der Grenze, ne? An der An der Grenze. Grenze, auf jeden Fall. An der Das Grenze. Problem ist halt, im Internet weiß man nicht, ob die wirklich so schnell kam, wie wir es jetzt vermuteten. Sie lag sehr schnell auf dem Tisch, Na gut, aber es also kann ja auch die sein, dass Quill. unsere Internetverbindung einfach ein bisschen langsamer ist. Man weiß, live Gut, wäre wahrscheinlich mehr für Kreuz Ass. aus 7, 8 wird sie nicht sein. Wenn dann aus dem Drilling, dann ist natürlich das Ass auch Quatsch, logischerweise. Aber na, mal gucken. Lass uns einfach mal gucken. Ich denke, beides ist vertretbar. Martin geht auch kurz in sich. Er nimmt das Ass. Macht alles richtig. Er macht es richtig in dem Fall. Und es ist genau die 10 gedrückt. Oh, Herz Dame. Ich würde sagen, Herz Ass ist ab Auch in jetzt Gefahr. hochgradig gefährdet. Jetzt fliegt die letzte Herz Lusche. Ja, das. Jetzt kommt es auf die Trumpfstärke an. Oh, Kreuzbube. Ganz schön viele Trümpfe. Oh. Ganz schön viele Trümpfe. Herz Ass ist doch nicht in Gefahr. Gut, ich glaube, er darf Pik Buben nicht mitnehmen. Alleinspieler hat mit Pik Buben natürlich gegen unseren blank stehenden Herz Buben perfekt getroffen. Sind wir jetzt Schneider eigentlich? Ja, natürlich. Pik Bube ist natürlich auch naheliegend. In dem Moment, wo das Ass ja quasi, die Gefahr war ja erkennbar, zwei Herzabwürfe, da wird er einfach den höchsten Trumpf auspacken. Dennoch, im anderen Fall steht mal bei uns der blanke Kreuzbube und dann war der Pik-Bube halt genau der Griff ins Klo. Ja, weil dann ist tatsächlich, also nur die beiden Bauern vertauscht und aus 96 plus wird, glaube ich, ein Verlustspiel, weil danach noch der Abschuss Herz kommt mit der Trumpf 10 und der Herzbauer noch oben stehen geblieben ist. Ne? Also sah jetzt sehr deutlich aus, aber lass die Bauern bei uns anders stehen oder lass ihn den anderen Bauern ausspielen und schon ist das. Abschuss Trumpf 10. Also ich dachte jetzt, dass beide Trumpfvollen beim Alleinspieler waren. Ja. Hab ich mich da vertan? Mag auch sein, dass ich habe nur gesehen, er zog dann Karo Bauer, er zog dann Trumpf Ass. Genau, und Ja. da wurde, glaube ich, die Dame bedient, wenn ich mich recht entsinnere, aber. Okay, dann und Herz 10 war auch weg. Also es wäre noch ein 18er Abstich drin gewesen dann und danach noch ein Trumpfstich mit unserem Ja, anderen Vollen. 30, okay. R10 war noch nicht weg. R10 haben wir schon noch. Aber es wäre halt dann ein 24er Abstich gewesen. Ne? Ich glaube, der hätte trotzdem nicht gereicht. Das war dann alles doch zu stark, dieses Spiel.
Martin hat sie, ja, Martin hat es, glaube ich, ausgerechnet. Er hat ihn schon auf den, er hat im ersten Stich den Drilling Herz gesehen, er hat die drei Bauern gesehen, er hat den anderen Drilling gesehen und Pik war der Blanke. Lustig, dass der Partner hier wirklich noch bis zum bitteren Ende diese Pik 10 schleppt. Ja. Also natürlich hätten sie auch mit der Pik 10 nicht gewonnen, aber andererseits war die Karte auch wirklich schon komplett durchdefiniert. Also von Spieler 3. Es sind so die Kleinigkeiten, die sicher auch Martin wieder. Warte mal, wer ist denn Martin eigentlich? Oder ist Martin Spieler 3? Jetzt muss ich gerade einmal gucken. Martin ist ja Spieler 3, also Spieler 2 hier. Die sicher Martin auch so ein Tick weit registriert. So, jetzt kommt auf jeden Fall mal wieder ein Ansatz. Wir finden sehr durchschnittlich, aber okay. Karo König 8 wird man normalerweise nicht für feiern, aber sie passen hier rein und es macht eigentlich die Drückung und die Spielansage sehr einfach, ne? Da ist Meistens Herz mit Zweien gewonnen. Oh, jetzt noch häufiger. Trumpf oben unten, oh gleich unten, okay. so Gut, jetzt. es spricht hier schon eigentlich eine Menge. Nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, es spricht eine Menge für einen Rollmops von Vorhand. Karo Ass bestellt, Trumpf wurde geschnitten, aber nee, er hat keinen Rollmops, weil er hat nur zwei Trümpfe. Auf jeden Fall bei 21 Ligen, jetzt von oben natürlich sehr richtig, kann nur noch Schneider spielen, wenn jetzt Trumpf 3-3 steht, was eine Überraschung wäre, muss man sagen. Naja. Ja, egal, was er reinlegt. Nee, stimmt nicht. 29, ne? Ich Die glaube, 14. sie 14 war hatten eine Karo gefallen. ein Ja, 14 war eine Karo gefallen. genau. Also gegen 4 Trumpf hat Karo natürlich schon bisschen geholfen im Sinne, das Spiel hat es sehr einfach gemacht. Oh, jetzt geht hier Oh, das ist interessant. die Maschine springt an. Falls Vorhand piekt mit 3, ohne 33, lässt er den wahrscheinlich nicht laufen und geht trotzdem in den Nullover rein. Wenn du es vorher bekommst, also wenn du es jetzt bei 36 kriegst, spielst du aber eher Kreuzhand, ne? Ja, natürlich, aber es gibt ja jetzt zwei Gefahren. Der hält 36 mit seinem Karo unten rein oder 44 mit seinem Pik unten rein. Ja gut, das denke ich ist, oh, da wird er sich ärgern. Jetzt bestimmt, dass er da nicht rankommt. Also ich würde mich ärgern, weil auch ein bisschen natürlich, weil das ja eine schöne Karte ist. Das ist ein Riesenspiel, ne? Klar. Mal gucken, was jetzt kommt. Krank einfach. Klang einfach. Also haben Naja, da wir haben wir auf jeden Fall Potenzial, also optisch zumindest erstmal. zwei Farben frei, wenn der nicht, und zwei Bauern, wenn der nicht wirklich geschlossen hat, dann. Pik 7 kam Oh. bei, ist so viel zum Thema Potenzial, ja. Ja, wir haben das Potenzial, jetzt einen Stich zu machen. Halleluja, das ist aber wirklich eine schöne geschlossene Karte in Vorhand. Da hat er jetzt zwei Jungs gefunden, nein. Karo Ass gefunden und Herz Lusche hat er wieder gedrückt. Also er hat schon einen sehr starken Ausgang, aber er hatte Karo 10, glaube ich, blank in der Hand. Sechsmal Ja, Pik. Pikas 10 zu 6, zwei Jungs und eine blanke 10. Und einen blanken Herz König. Das ist natürlich die Frage, ob er den als kranke Hand gereizt hat. Denn wenn ihr euch das Originalvideo von Martin anschaut, und ich habe mich ein bisschen vorbereitet, das gebe ich zu, ihr könnt es hier einmal verlinkt anschauen, dann werdet ihr hören, dass Martin hier noch jetzt der Überlegung ein bisschen Raum gibt, das Ding als Kreuzhandschneider angesagt zu spielen. Eine Idee, auf die du auch gekommen bist, wäre es. Nee. Nee. Ist vermutlich auch eher ein Gedankenspiel, wenn du hinterher die Verteilung kennst, nach dem Motto, oh, das wäre gut gegangen, aber kannst du eigentlich am Tisch nicht bringen, zu gegen die Nee. Reizung. Und ich denke mal, Vorhand kann auch auf die Idee kommen, mit sechsmal Pik und Kreuz Karo Bauer auch trotzdem Krank Hand zu spielen, selbst wenn er noch eine blanke 10 und einen blanken König hat und wird ihn dann auch gewinnen, weil Karo Ass schläft. Ja. So, aber jetzt gibt's Ja. das Das Spiel Spiel. wird dann nicht passen, auch wenn Nullover Hand gereizt wird. Irgendwann ist dann auch mal gut, ne? Gerade nach Irgendwann so ist dann auch mal Feierabend, genau. So. Ja. Nicht, wieder nicht doll gefunden, aber ausreichend. Hoffen wir mal. Theor also ich glaube, der ist nicht theoretisch Nee. unverlierbar, aber es ist sehr schwer. 14 Augen, okay, ich würde. Huch, Was Pikas. macht er denn jetzt?
Pik Ass kommt mir auch ein bisschen fragwürdig vor, bin ich ganz ehrlich. Und jetzt Pik Du hast Ass. jetzt auch Karo Ass und Herz 9 gespielt, ne? Ich denke schon. Diesen Ja. Pikstich so leicht jetzt abzugeben, mache ich glaube ich nicht. Denn jetzt kann ja theoretisch, was ist, wenn jetzt Kreuz Ass reingeht, Pik 10, dann haben sie schon 38. Im schlimmsten Fall sitzt er dann sogar in Mittelhand. Nee, das ging ja nicht mehr. Pik war ja links, aber er sitzt auf jeden Fall in Hinterhand. Okay, Herz Ass geht rein. Ja, alles unwichtig. Sie müssten sonst noch einen Zwischenzug, also es ist, glaube ich, sonst immer noch schwer für sie, aber sind an sich genug volle draußen, dass sie dann noch mit dem Zwischenzug, glaube ich, ihn hätten umzingeln können. Dann immer vorausgesetzt, das Herz natürlich auch noch zu Null steht. Naja, durch Pik Ass wird ja Herz 3-1 auch aufgelöst, ne? Durch das Pik Ass, da kann ja jetzt der blanke Herz rausfliegen. Wenn der die drei Piken hat und die drei Herzen, genau, aber so passiert es ja, dass ein Herz rausflog oder Ja. Herz steht von Haus aus 4-0 dann auf der Herz anderen stand wohl Seite. 4-0, so wie es aussah, gefühlt. Das war, glaube ich, nicht ganz genau erkannt. Ja. So, Spieler 2 macht mal wieder auch einen Gang. Links gereizt. Aber Karo 9 ein bisschen deprimierend, ne? Ja. Jetzt überlegt er, was er da für eine Karte drauflegt, falls wir den Bauern haben, oder wie? Ja. Klar, Ja, da ich hätte er glaube, aber uns auch ruhig die 10 sponsern können, ne? Da ja, hätte er nicht so lange überlegen müssen. da war er, hat er vielleicht gerade einen Kaffee getrunken oder was oder sich gefreut. Das war ja schon wieder so Ja. ein easy Abklapp. So, Zwei Asse, eine 10, zwei schlechte Jungs. Mittelhand 18 werden gehalten, aber er hat nur die Karo 7. Wie weit gehst du? Also mit der Eigentlich. pessimistischen Brille kann man ihn auch jetzt schon passen, aber eigentlich den einfachen Karo willst du auf keinen Fall sehen, ne? Ja, ich denke, die 90 Punkte, die das Spiel kostet, oder da kann man schon die 20 sagen, um diese Mini-Gefahr, dass er Karo einfach jetzt hat, vielleicht auszunehmen. Und das kann ja sein, wenn er ein ordentliches Karo-Spiel hat, dass er die 18 hält. Und wir können ja trotzdem zwei Herzen finden oder zwei Piken oder was auch immer und haben ein Pikspiel dann. Ja, also Ja, 20 sicher also Pflicht, aber entspricht. wenn er 20 hält, oder reizen wir auch, aber wenn er 20 hält, müsste man wahrscheinlich schon dann zurücktreten, ne? Ja, auf jeden Fall. Also was heißt auf jeden Fall, aber in, oh, okay. Da liegt sogar ein Bäuerchen. Dann wird er den teuren Kreuz machen. Der ist ja auch ein Tick besser als der Herz, nicht nur weil er teurer ist, sondern weil auch die Beikarte in Herz mit der Dame ein bisschen besser ist. Ja, der sieht ja ziemlich gut Ja. aus mit 10 Augen unten. Und auch ein Trumpf, 4 Trumpf werden ihn hier wahrscheinlich nicht mal beeindrucken. Die schlechteste Karte. Wo Vorhand auf 20 passt, kann der ja auch Ja, Herz nachdem er gereizt auf haben, ne? 20 passt. Hier kann man natürlich auch Wobei den. wir beide würden jetzt nicht von 10 König zu 4, denke ich, den König spielen, aber 10 warum nicht König 4, eigentlich? 10 König dritt. Für mich jetzt eher die Frage, Martin hat ein bisschen überlegt, aber gar nicht so lange. Man kann hier natürlich auch also wenn der jetzt auf Abstich steht, dann ist er wahrscheinlich rasiert. Die Frage ist, kann er das vermeiden, wenn er den taucht? Dann liegt er ein bisschen besser natürlich im Rennen, weil er am Ende einen Herzstich spart. Der Gegner muss dann die Herz 10 vorspielen und die Dame steht, aber dann wird es ja so oder so auch gefährlich, ne? Aber wenn wir schon. Lange Rede, kurzer Sinn. Legst du das Ass auch oder gehst du mit der 7 runter? Naja, ich glaube, dass ich wahrscheinlich in diesem Fall jetzt, also ich gebe ihm nicht den Herz, und in diesem Fall hätte ich wahrscheinlich auch das Ass gelegt, weil der Mann hat jetzt viermal, also nur von den Ereignissen, die wir bis jetzt über den Menschen wissen, diesen Spieler 2, der hat bis jetzt eigentlich immer blank aufgespielt. Und
wenn wir den jetzt schneiden und hinten die Zehen kommen, er dann rüber, dann ihn auf Peak nochmal rüber und dann nochmal sticht und Ach aus so. Versehen dann noch ein Kumpfstich draußen ist, könnte es wahrscheinlich kompliziert werden. Also du Was ist siehst so ja Herz, natürlich Herz, auch. Herz König 7, Herz 10, 14, Herz zurück, Trumpf 10, unsere Dame Ja. 20, jetzt trifft er Pik, spielt nach hinten mit dem Ass auf 48 irgendwas und dann Genau. fliegt Herz Ass. Ja, dann ist, so kann man auch das Herz Ass verlieren. Also safe machen kann man das Herz Ass nicht. Von daher, wenn Was der hättest du Ka gemacht, Daniel? Ich hätte, vielleicht ist das ja auch kein Qualitätsmerkmal erstmal, aber ich hätte wahrscheinlich ein bisschen länger darüber jetzt schon mal gegrübelt. Ja, Weil ich reizt er auch. den Karo oder reizt er den Herz? Spielt, wo, Kreuz Buben wird er wahrscheinlich haben, wo er reizt. Das heißt, in Trumpf kommt er gleich wieder ran. Würde er aus der 10 Dritt den König spielen oder wirklich aus der 10 Viert? Anyway, weil Herz Ass, also, weil wir haben nicht die Kontrolle. Wenn der Abstich droht, sind wir, glaube ich, sowieso am Arsch. So gesehen ist vermutlich draußen wirklich schon ein bisschen besser. Und es läuft durch. Es läuft durch. Zumal, wenn er Herz 10 König nur hat, ne, dann hat er. Aber jetzt muss man sagen, Martin hat, Alles glaube richtig, ich, gemacht. nicht nur alles richtig gemacht, sondern auch Glück gehabt, dass der nicht die Herz-Lusche aufschlägt, ne? Ja. Der hat Kreuz-Buben, um ranzukommen. Aus Ich dem. finde den Aufschlag auch schlecht von 10 König Lusche den König, wenn der Alleinspieler in Mittelhand sitzt. Ich denke, du wirst das genauso sehen. Ja, jetzt ist, das Spiel ist jetzt gewonnen. Er hat den dadurch diesen einen Herzstich verschenkt und ansonsten ist da diese, also Herz-Lusche ist die super unangenehme. Die noch unangenehmere Eröffnungskarte. Und dann Ja. hat Martin hier, glaube ich, eben durch diesen extra Herzabgabestich, ist er richtig am Rudern. Alleine schon dann die Entscheidung im ersten Stich. Ja, Also. sehr glücklich gelaufen dieses Spiel, trotz des Bauern im Skat. Aber 20 kann man halt, sollte man halt sagen. Vorhand hätte jetzt wahrscheinlich auch Herzbuben gefunden, also bin auch Herzbuben gefunden und wäre bei seinem Herzspiel in unsere 5 Trumpf reingerannt. Ja, das habe ich nicht genau gesehen, ob der vielleicht den Karo auch noch den Training hatte, was er wirklich wollte, aber das kann sein. Oh, jetzt auch wieder natürlich eine interessante Partie. Aber in der Summe, ich erkenne hier so ein bisschen wirklich über das ganze Turnier. Es sind schon viele gefühlt brenzlige Situationen, Gut gegangen. die aber nie richtig brenzlig werden, weil die Gegner es ihm in vielen Situationen dann auch einfach sehr einfach machen, dann war Ja. mit einer unpräzisen Karte. Und Ja. deswegen kommt Martin eigentlich sehr gut durch das Turnier. Also auch diese Reizentscheidung, vier bestellte Zehner, das Ding jetzt 20, alles so ein bisschen an der Kante, das geht oft gut, aber natürlich nicht immer. Aber das sieht richtig gut aus für Martin, wenn. So, was macht er jetzt? Jetzt zieht er Trumpf und. Hast du dieses Spiel verfolgt? Wollen wir hier Ja, vielleicht nochmal? Ich gehe nochmal kurz es zurück, kam weil von ich unserem gehe nochmal Mitspieler kurz kam zurück, kein. wir uns eben da ein bisschen ausgequatscht hatten. Also Ich habe es verfolgt, ja. okay, vier Trumpf, kein Stück Kreuz, öffnet Herz Lusche, denke ich, soweit plausibel. Herz kommt jetzt nicht zurück, sondern er wird auf Schuss gesetzt. 4 und 24, 28. Jetzt Und ist jetzt ja. will er wahrscheinlich auf die 2 Herzstiche gehen. Das ist vielleicht sein Plan, deswegen spielt er erstmal die Trümpfe ab. Oder er geht eben auf den Sechstrümpfer mit einem blanken Herz, Ass und Kreuz Ass zu dritt. Genau. Mit hoffentlich ohne Kreuz 10. Und dann will er die beiden Trümpfe abziehen, damit das Karo Ass einsammeln, einen vollen vorsetzen und den anderen vollen in den Kreuz schieben. Und Ich glaube, 15 Laden, genau, das ist ja. der Hauptplan, wenn dann, ob er nun schon auf beide Herzstiche geht. Wenn er auf beide Herzstiche geht, dann. Er könnte jetzt auch Herz 10 spielen, Herz 9 hinterher, falls der Partner noch einen Trumpf hat. Ne? Das würde auch gehen, ja. Womit deckt man mehr Varianten ab? Wahrscheinlich über Herz 10, Herz 9 trotzdem. Weil wir haben 28, wenn er 3 Herzen jetzt oben hat, hat er 6 Trümpfe und wir machen auf unsere 2 Jungs noch 2 Granaten. Es ist also auf jeden Fall, wenn wir uns sehr sicher sind, dass der Herzkönig blank war, es wurde der König gelegt, es kommt kein Herz hinterher, dass er aus Ass Dame 8 gedrückt hat, ist schon eher unwahrscheinlich.
Wenn unser Partner kein Trumpf mehr hat, dann kann er beide Trumpfstiche auch noch beladen. Deswegen Herz 10 würde wahrscheinlich reichen. Und der Fall, dass Herz Dame gedrückt ist und nur Herz Lusche oben, ist auch nicht schlimm, weil Herz 9 sticht unser Mann sowieso mit seinem zweiten Trumpf, wenn er es noch hat, wenn er den noch hat. Was mich hier überrascht hat, es ist ja hier nur der Fünftrümpfer, wie wir sehen, aber es war gefühlt wirklich kaum Überlegung. Also bei Martin geht ein Automatismus mit den Buben abzu. Ich meine, wir alle wissen, nicht mehr einspielbar sein, die hohen Trumpfkarten einfach abziehen, das sind auch Standardzüge. Die Frage ist, war es in dieser, war das eine Situation, wo das wirklich zwingend war? Nee. Also ich denke, dass man dieses Spiel hat man auch gar nicht so häufig. Also deswegen kann es keine Standardsituation sein. So, was will er jetzt machen? Herz 10, doch. Also es ist der Fünftrümpfer, aber wo ist jetzt Karo Ass? Wo bleibt ja, Karo wahrscheinlich Ass? Beim Alleinspieler. Dann hat er jetzt Rest und gewonnen. Zwei blanke Asse, Herz, Ass, Dritt. Nee. Er hat ja, also Herz, Lusche. Jetzt kommt Karo Ass. Nee, Karo Ass ist bei unserem ja, Partner. Wollte er nicht reinlegen. Ich glaube, jetzt guck dir mal Martins Gesichtsausdruck an. Ich glaube, da ist jetzt was los. Weil ja. es reicht jetzt knapp nicht und 61. Da waren aber ein paar Chancen drin. Naja, also was heißt Chancen? Nach Herz 10, Kreuz 10 muss er ja Karo Dame spielen. Die kann ja nicht. Die ist ja nur verkehrt, wenn der Alleinspieler Ass Lusche in Karo hat, oder? Nee, auch Also, nicht. Also auch nicht. also auf jeden Fall, er konnte, sie hatten 59 Liegen nach Herz 10, Kreuz König und jetzt ist tatsächlich nur null Augenstich zustande gekommen, ja, ne? Ja. Den muss Martin sich wohl. Den muss er sich trotz, egal was er jetzt gerade denkt, ich habe mir das Video vorher nicht angeguckt, ich weiß nicht, was er denkt, aber ja, den hat er, die 40 Augen hat er auf dem Gewissen. Na gut, der Mitspieler sollte wohl, wo er Herz Ass und Kreuz Ass gesehen hat, sicher auch auf Herz 10 das Karo Ass versenken. Hat er aber doch nicht gemacht, Daniel. Aber hat er natürlich nicht gemacht. Und der letzte Fehler ja. entscheidet im Zweifel. Das ist richtig, so muss man da ja. rangehen. Also ja, wenn er Herz 10 fortsetzt, kriegen sie Richtung 80 oder was. Dann kann der Herz 9 seine blanke Lusche noch verstechen. Da gibt es noch Kreuz die und hätte Karo 10. Sogar, er hätte Herz 10 vielleicht sogar direkt gestochen, um seine Kreuze zu spielen. Dann hätten sie nicht 80, sondern nur 75 gemacht. Also auf jeden Fall... Das war jetzt einmal wirklich insgesamt sehr glücklich hier für den Alleinspieler. Eine schöne Co-Produktion, wenn man so will. Ja, man sieht auch, Martin ist jetzt ein bisschen, der kartet da noch ein bisschen nach. Er muss jetzt aufpassen. Dass ihn das nicht aus der Bahn wirft. Sowas kann dich ja mental aus der Bahn werfen. Jetzt kriegt noch der ihn eben das Spiel vielleicht aus seiner Sicht auch mitgeschenkt hat, dann ein schönes Ding hinterher. Ja. Jetzt geht's weiter und jetzt an dieser Stelle sage ich immer, braucht man bitte, wenn es geht, keine halbseitenden Ansätze, weil man dazu neigt, die vielleicht ein bisschen zu überpacen und auf einmal, weil man noch zu viele negative Impulse im Kopf hat, hat man dann auch wieder rechts irgendwas stehen, was nicht gut ist. Aber guckt euch Martin mal an. Ich glaube nicht, dass er er ist sich immer hier noch über ja. dieses Spiel echauffiert oder über diese Hand, wo noch gar nichts passiert ist. Er ist definitiv noch in dem anderen Spiel. Und das kann man auch verstehen. Weil Ja. 40 Punkte sind halt nun mal 40 Punkte. Ja, und So. es geht ja hier nicht mal nur um die 40 Punkte. Ich mache mal kurz Pause, sondern... Wir sind in der vierten Serie irgendwo an, weiß ich nicht, Tisch 3, 4, 5 in dem Turnier, wo es um fünfstellige Beträge geht. Da genau. freust du dich auch nicht, wenn einer einen Pick ohne 3 geschenkt bekommt. Das sind ja für den fast 300 Punkte Unterschied oder 250 plus die 40 für uns. Also das kann dich das kann dich mit sehr guter Chance eine Platzierung kosten. Ja, vielleicht sogar, wie gesagt, 40 Punkte zum Schluss haben auch manchmal schon mehr gekostet. So, Herz 10. Wir haben 23 hinterhand spielt.
Rang bei 24er Reizung. Also Unser Mann hatte zwei Bauern und ist Pik frei. der letzte Bauer ist noch beim Alleinspieler. Die Frage ist, ja, Ich hätte Kreuz jetzt Ass. wahrscheinlich. Kreuz Ass Oh, oder nicht, ah. ist die Frage. Ich glaube, im Siegssinne hätte man vielleicht auch Kreuz Ass legen müssen, aber es spielt hier, glaube ich, gar keine Rolle. Es ist die Karo Flöte und Pik Dame nachher zum Schneider frei, ne? Ja. Ah, da Glück gehabt, dass Karo 10 blank war. So, mal, da bin ich jetzt. Das ist genauso das Spiel, was man jetzt nicht haben möchte. Ne? Weil in dem Zustand neigt man jetzt wahrscheinlich dazu, eher 46 zu reizen, als man in einem entspannteren Modus vielleicht getan hätte. Mal gucken, was Martin jetzt macht. Bin wirklich Wir hatten gespannt. doch in der vorigen Liste fast eine identische Karte mit Herz 7, 10 Dame und die ganze Geschichte in Mittelhand. Da ist er nur bis 0 gegangen. Ja. Gut, Vorhand ist in dem Spot Vorhand gegenüber Mittelhand noch irgendwo ein minimaler Vorteil aus deiner Naja, Sicht? sagen wir mal so, wenn wir jetzt eine Kreuz 9 oder eine Kreuz, also eine Kreuz 8 finden, bestimmt, weil es können ja einige Abwürfe passieren, theoretisch. Vielleicht ist es ein kleiner Vorteil, ja. Aber Es sollte ein kleiner Vorteil sein. nicht gewaltig, ne? Also wenn er Nein, 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 letzte nein. Serie Auf 7, gar keinen 10 Fall. Dame nur 23 gereizt hat, dann könnte er hier 7, 10 Bube auch nur 23 reizen. Andererseits Vorhand, gut, man kann natürlich sagen, er kann auch den 6-5er Karo noch, Ich weiß ich nicht. denke, genau, das wird jetzt, so wie ich Martin kenne, sein Argument wahrscheinlich sein, dass er die 24 jetzt hält und sich vielleicht darauf einlässt, bei 27 zu passen. Oh ja. Gut, er hält die 24, passen muss er dann gar nicht, weil er hat genau offenbar den einfachen Kreuz jetzt rausgenommen. Ja. Ja, jetzt bin ich gespannt, ob das Experiment gut Ich geht. auch. Wenn Zwei ich Piken. spielen würde, würde ich jetzt erstmal die Rassel rausholen und sagen, jetzt brauchst du ein bisschen Hilfe. Das wäre die, wenn du den jetzt verlierst, dann bist du mental, glaube ich, wirklich angeschlagen. Ne? Das So. geht so. Das ist aber wieder so halb, nichts Halbes, nichts Ganzes. Ne? Natürlich eine passende, aber der Karo ist es immer noch nicht. Aber ein Standard sollte jetzt sein, wenn er Nonouvert spielen will, sollte er auf jeden Fall Herz 10 drücken und nicht Herz Bube, finde ich, weil dann können sich die Gegner noch ein bisschen selber verarschen. Ja, die Nebelkerze. Man hat ja nicht viel Varianten beim Null zu blöffen oder beim Null wäre schon erst recht, aber das Ja. ist eine kleine Variante. Ja. Ja, der Karo ohne Zweien ist ja doch sehr wehrlos. Er spielt den Nulluwer mit 7-10. Okay. Jetzt heißt es. Karo sollte idealerweise auf jeden Fall 1-1 stehen. Dann ist der, ist ja, wenn Karo 1-1 steht, Ist der ganz gut. ist der ziemlich gut, weil nicht viele Abwürfe drin sind. Das muss man natürlich auch sagen. Oh, Oh, es ist gut gegangen, das Ding. da sind ein paar Steinchen gefallen Ich gerade, atme ja. richtig mit durch. Ja. Übrigens, fast jetzt wie letzte Serie, da war er in Spiel 18 auf 4,96. Ich glaube, jetzt ist er in Spiel 17. Also, ich glaube, er hat sogar jetzt, wenn er das Spiel nicht macht, was wir natürlich noch nicht wissen, hat er sogar den identischen Punktestand bei Spiel Ja. 18. Aber hier wird er 18 sagen, auf jeden Fall. 5 volle Karo Bauer, Ja. aber es bleibt bei 18. Ja. Aber es sieht ja auch viel besser aus, als es ist. Also, sofern das überhaupt besser aussieht. Aber in Wirklichkeit, anderthalb Punkte braucht man schon bei dem Spiel. Ein Ass und den sechsten Trumpf, sowas in der, ein Ass und den fünften Trumpf, Minimum, meine ich so. Sowas in der Richtung. Ja, der fünfte Trumpf in Pik ist ja dann auch noch nicht mal so attraktiv, weil dann die beiden Nee. vollen sind. Also, ja, ein Ass Zwei von braucht. einer Farbe von deinen bestellten Zehnern wären vielleicht sogar besser. Oh, die sieben. 24, 37, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Ja, dann ist der König natürlich Pflicht. 24 und 13, 37. So, der Unterzug kam, wird vielleicht auch wieder ein Fünftrümpfer sein, nochmal mit einmal Ass bestellt. Ja, jetzt ein Unterzug unter seinem Ass zu Und dritt. 47 stehen und unsere 10 muss noch Karriere machen, ne? Ja. Eigentlich so far so gut. Es ist Trumpf, tatsächlich nur der das. Fünftrümpfer, aber der Trumpf. Trumpf war jetzt aber leider Spott. Weil. Weil jetzt genau das passieren kann.
Ja, und aber wie viel haben wir? 45 oder nicht? 47, glaube ich. Jetzt hat 47. er noch zwei Trumpf und Karo Ass König Lusch und kann den Ja, unterzumachen, um sich den König genau. zu etablieren, Ja. weil er das Trumpftempo kriegt. Er muss unter, also wenn unsere Theorie richtig ist, war es das jetzt. Zwei Trumpf Ja, und aber Karo Ass König. er kann ja jetzt bedenkenlos Karo und Dame zurückspielen. Und unser Partner hat Kreuz Ass und hat ihm das Spiel geschenkt, weil Ja. er in dem Fall, da haben wir es wieder, du hast das ganze Besteck, aber wenn du einen Trumpfrückschub machst, in dem Moment, wo der Alleinspieler ein Tempoproblem hat und nur deswegen gewinnen kann, sieht es auch nicht so geil aus. Aber ich meine, bei 47, der Mann hat ja jetzt Kreuz Bella liegt im Skat, also hat er gehabt Kreuz Ass Doppellusche. Was wollte er jetzt bei 47 verkehrt machen und mit dem Kreuzunterzug? Das ist halt so die Frage. Ne? Gut. Sogar Kreuz Ass hätte wahrscheinlich dann ja das Spiel für uns Sogar Kreuz Ass hätte gewonnen, gewonnen. ja. Nur, ich meine, und der Alleinspieler hat jetzt natürlich auch noch das Glück des Tüchtigen in dem Moment bei 47, dass bei Ass König Lusche wirklich 10 Dame in einer Hand steht und nicht auseinander. Ja, ich denke, das wird Martin auch registriert haben und das wird auch jetzt nicht zu seiner Freude beitragen. Spieler 1 Ja. kommt jetzt nämlich dann auch noch. Wieder rangekrabbelt. Ja. Ein Rollmops mit vier Vollen und Kreuz, Karo, Junge. Hopp, Ja. ein Ass. Hopp. Oh, goldene Oh. Uhr und Kette. Das ist der Fall, wo man ganz genau von goldener Uhr und Kette sprechen kann. Ja, ich glaube jetzt, Jetzt geht's um Schneider. aus irgendeinem Grund entwickelt sich die Serie jetzt doch wieder sehr erfreulich. Das war gefühlt ebenso wirklich so ein bisschen auf der Kippe, aber dann, okay, einmal 40 liegen lassen, ein zweites Mal, da konnte er jetzt nichts dafür. Aber zwischendrin gut gefunden, jetzt nochmal richtig gut gefunden. Der Null-Ouvert ging gut. Ja. Da waren jetzt aber ein paar Herzschlagmomente drin. Ja. Aber ich glaube, das ist genau Gehören ja das. auch, gehören ja auch dazu beim Skat, ne, Daniel, wenn man mal ehrlich ist. So ein bisschen muss der Puls auch mitarbeiten. Der muss ein bisschen mit. Aber jetzt, was ist denn jetzt wieder los? Den reizt er aber auch wieder sehr, sehr schnell. Ich weiß nicht, Ja. ob ich jetzt Karo König, Pik König, Lusche. Ich meine, sechs Trumpfen, Ass, Vorhand. Okay, hört sich erstmal gewaltig an. Aber da er zum Beispiel nicht das Kreuz Ass Tritt hat, da er keinen Zugbauern hat, da er diese Bilder stehen hat. Ich glaube, ich hätte jetzt erstmal, ich weiß nicht, ob ich hier noch 20 halte. Ich glaube, ich hätte erstmal Ja. durchgepustet. Wie siehst du die Geschichte? Ist grenzwertig auf jeden Fall, sehr grenzwertig. Aber er hat halt offensichtlich die Theorie, dass er beim einfachen Kreuz ein zu uninteressantes Gegenblatt hat und will jetzt halt selber ran. Ich weiß nicht, wie viele Punkte hat er jetzt? Kannst du das sehen gerade? Jetzt kann ich es gerade nicht sehen, aber Okay. er muss 650 liegen haben. Also er ist wieder so in dem 100er Paar. Man muss jetzt natürlich auch wieder wissen, oder im Stand im Turnier. Holt mit dieser Liste noch nichts auf. Er ist wieder genauso in dem bisherigen Rhythmus, relativ stabil, aber nicht mal der Ausschlag nach oben, um wirklich an den ersten oder zweiten Tisch zu kommen. Und das will er natürlich zur letzten Liste idealerweise schaffen, dass er noch richtig an dem Jackpot wirklich richtig dicht dran ist. Dann kann man es natürlich, ja, aber auch dann darfst du halt so ein Spiel dann jetzt auch nicht verlieren eigentlich, ne? Also sagen wir mal so, wenn wir jetzt hier Herz Dame finden und Kreuz Lusche, was ja gar nicht so schlecht wäre, dann hätten wir 7 Atu, Ass bestellt, blanke Lusche und immer noch lange nicht gewonnen, wenn Trumpf Ass bei den zwei Alten steht irgendwie. Gut, aber was passiert wäre, er hat es nicht bekommen, auf 30 ist er raus. Ja. Ich will auch, ich man sollte nie, nie sagen beim Skat, ne? Es gibt sicher genug Situationen, in denen ich das Ding auf jeden Fall auch reize, wenn es eine Rocket-Vorrunde ist, ob Ja. es ein Einserienturnier ist, aber bei diesem Stand fand ich das schon wieder ganz schön heißen Reifen, den der Martin da zockt. Bisher erfolgreich Das übrigens. verstehe ich jetzt auch nicht, dass er jetzt Karo König wählt, wo der Rechte irgendwie 10 Minuten überlegt hat, ob er von 27 auf 30 geht, ne? Weil das,
Kann natürlich auch sein, dass die Katze gerade über den PC gelaufen ist. Natürlich, aber Das in kann der auch sein, Regel dass ist. ich hier nur gerade den Pause-Button Ach gedrückt so, habe, okay. damit wir die Reizung nochmal diskutieren, Ah ja, bevor die okay. Tatsachen geschaffen wurden. Also Okay. vielleicht hat er da gar nicht ewig überlegt, aber Spielst du? Oh, okay. Ja, ja, ich meine, okay. ich spiel, man spielt doch einen Blanken, denke ich schon. Ja. Und Aber nicht dann, ins Viererfeld unter Umständen mit Viertum. ich glaube jetzt. Jetzt Herz König, okay. Jetzt kann man auch Herz, Kreuz, Ass jetzt spielen und dann Ja, jetzt Klein hätte Herz, ich. ne? Ja. Also gut, okay, es gibt ja immer, alle Karten sind erlaubt, aber Kreuz Ass und wenn das bedient worden wäre, Herz 7 Herz. wäre jetzt so für mich Standard gewesen. Gut, aber bei Herz geht erstmal nichts kaputt. Herz Dame sogar kann gut sein, dass die Ass 9 beim Alleinspiel war, dass er die Herz 9 noch hat. Hier zockt er schon drauf, dass ein Trumpf voller noch beim Partner ist. Gut, sonst wird das Spiel wahrscheinlich nicht zu gewinnen sein. Die beiden Alten, beide Trumpf vollen. So. Ich glaube, den Bauern wird er ziehen, weil damit wird er nichts mehr anfangen können. Vielleicht die Kreuz 10 schon direkt einsammeln. Was ist denn jetzt passiert? Das ist nur ein Viertrümpfer, oder? Trumpf Ass noch Ja. beim Partner. Ja gut, dann Dann wird er muss ja er noch nichts. eine Herz Da drin muss er haben, eine ne? Herz oder eine Kreuz, selbst wenn er vier Karos hat, was unwahrscheinlich ist, dann Na, kann wer er. vier Karos, vier Trumpf und Herz Ass bestellt. Ja. Ja, Der gut, muss ja dann. jetzt Kreuz 10 reinhauen, wenn er kein Karo mehr hat. Ja. Das war wichtig, glaube ich. Aber was war denn das Sie jetzt? hatten knapp über 40. Dann wäre es wieder, wenn der jetzt auf einer Kreuz steht, statt der Herzlusche, dann hätte er die beiden vollen eingesammelt. Also die Reihenfolge war jetzt hier auch noch tatsächlich wichtig. Also da hat er ja jetzt auch wieder sehr viel Glück gehabt, ne? Weil eigentlich muss der andere passen bei 27 und er hat jetzt, hätte jetzt gefunden, Pik 9, Kreuz 7 und wäre gegen 4 Trumpf gelaufen beim Herz ohne 2 rechts. Auch wieder ein sehr glückliches Ereignis. Also man hätte sich auch über 110 minus nicht beschweren können. Jetzt gab es 40 plus. Ja, also in der Tat. Ja. Dieses Spiel gibt es ja jetzt auch ganz selten, was der da gerade hatte. Warum hat er denn jetzt eigentlich nicht? Warte mal, Ja, der und ist er hat den ein. 6-5er nicht mehr spielen können, weil Martin die 27 rausgenommen hat, ne? Ja, aber er hat Rausgenommen doch hat. jetzt, Daniel, er hatte doch jetzt 6 A2 in K.O. mit Herz Ass Lusche und 2 blanken Luschen oder was auch immer, 2 blanken Schwarzen. Ja. Damit hätte er jetzt ja auch einfach Karo Hand ansagen können, ne? Jetzt habe ich tatsächlich die Findung schon wieder. Es waren zwei Ein Pik, Luschen, ja. er hatte diese 4 Karos, 2 alte und Herz Ass Lusche in der Hand. Es lagen Ja. 2 schwarze Luschen im Skat. Zu Ja. seinen wahrscheinlich 2 blanken. Also in der Tat Ja. auf jeden Fall sehr. Er hat ihn wahrscheinlich nicht gemacht, weil er dann in beiden Farben jeweils noch eine Lusche bei hat. Was natürlich auch nicht so attraktiv ist, aber dann muss man sich natürlich in der Tat auch in diesem Format um diese Uhrzeit fragen, wenn Vorhand 27 hält, mein Karo. Eigentlich muss man sich fragen, reize ich den Karo Hand oder halte ich den Schnabel? Ne? Ja, eben. Jetzt reingucken und dann ein Viertrümpfer mit Ass, Dame, Doppellusche an der Seite. Ja. Wirklich Und Asslusche. und Ass Lusche wirklich Und gut. gut, vielleicht hat er jetzt gehofft, er findet 2 Pik oder 2 Kreuz und kann dann auf den 5-Trümpfer ins Schwarz mit Ass zu viert und blanken Ass umswitchen. Aber ja. Er hat auch keinen Trumpf vollen und er taucht im Viertrümpfer, ich meine wirklich eine Rakete, er taucht im Viertrümpfer noch den ersten Karo-Stich weg. Ist natürlich auch, gibt wenig Varianten, wo jetzt Karo Ass 10 dann durchläuft, ne? Ja, das stimmt, ja. Also ist ja wirklich kurios gelaufen. Wenn er jetzt, Ja. ich meine, wir hätten richtig brüllen können, wenn er jetzt noch wirklich die Eier gehabt hätte und auch noch als König Dame getaucht hätte. Ja, genau. Dann wäre es wirklich das Gemetzel im Morgengrauen in der nächsten Variation, in der nächsten Ausbaustufe. Gut, gehen wir mal ins nächste Spiel hier rein. Ja. So. Hält Martin das jetzt aus, damit keine 20? Er hat gerade 40 aus heiterem Himmel bekommen und nicht 100, das sind jetzt auch 150 Punkte Unterschied gewesen für ihn.
wenn der andere gepasst hätte. Dann wäre er wieder bei 500. Das wird er sich jetzt wahrscheinlich auch gerade überlegt haben und denkt sich, ja, lassen wir den mal arbeiten mit der Karte weiter. Also definitiv für den Spannungsbogen wäre es interessanter gewesen, er hätte das Ding bekommen, auf die Rübe gekriegt und hätte er es dann ausgehalten, jetzt hier Nee, nicht weiter zu reizen, oder 24 auf hätte jeden er Fall. dann jetzt, wären dann jetzt vielleicht die sogenannten, manchmal passt es ja wieder, manchmal holt man den Karren aus dem Dreck, aber manchmal stellt man hinterher fest, das war der erste Fehler und das wäre dann jetzt schon der Folgefehler, den auch noch zu reizen. Gut, aber jetzt kann das natürlich. Jetzt kann er es laufen lassen oder er lässt es laufen, er kriegt es hin. Boah, ey. Der hat ganz schön häufig gedrückt, der Spieler 2. Aber vielleicht liegt das auch einfach daran, dass er überlegt hat, ob er Gang spielt oder doch den Kreuz. Ja. Okay. Oh, da hat wohl wirklich nicht wieder so ewig überlegt oder vielleicht doch, aber am Ende kam kein. Vielleicht hat er für Gang überlegt, aber auf jeden Fall, das Farbspiel war jetzt nicht so spektakulär. Oh, ach, wie schön ist Panama. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Das Ding nimmt plötzlich wirklich ein gutes Ende für Martin hier. Das ist ja sensationell. Eben der 96er nach Topfindung, jetzt ein Gang mit 4, 120, also den wird er ja wohl gewinnen. Ja, der ist Vielleicht auch der 144. vielleicht auch. Jetzt sieht es eher wie Oh. 144 aus. Oh Jetzt, ja. Oh ja. ja. Leute, Und ich jetzt würde sagen, noch zwei Chancen für noch ein Qualitätsspiel. jetzt liegt er aber plötzlich richtig gut im Rennen. Jetzt ist er definitiv ganz vorne dran. Zur letzten Serie ist jedenfalls alles möglich. Er spielt mindestens um eine Platzierung auf dem Treppchen. Da, der Also blanke das Dinger. wäre jetzt wirklich der Fall gewesen, wo ich nicht blank ausgespielt hätte. Karo Dame, Herz König, was greifst du? Ja. So, vielleicht, Oder Karo 10 sogar. ich hätte tatsächlich wahrscheinlich sogar Herz König ausgespielt, erstmal ganz schnell. Oder Karo Dame. Aber ich denke, dass es bei dem Spiel egal sein wird, weil der Linke gefühlt sehr seriös ist bis dato. Im Siegssinne muss er, könnte man sagen, müsste er schon Herz Buben geben und aufs Trumpf Ass beim Partner Herz 10, hoffen, genau. aber das ist natürlich auch nicht super wahrscheinlich. Jetzt kommt Herz 10, 6, 27. Ja, wenn jetzt noch beide Kreuzstiche stehen, 10 Dame und Karo Ass 10, werden noch 60 drin, aber jetzt kommt Herz zurück. Ich glaube, da ist die Musik raus. Naja, Kreuz Ass 10, Lusche hat dann gehabt, ne? Lag auch nicht zum Skat. Ja, wenn Mittelhand passt, bin ich gespannt, ob Martin die 18 sagt. Aber Mittelhand hat die Nein, das 13 macht er beide doch schon. jetzt nicht mehr. Letztes Spiel, er steht jetzt super. Ich glaube, er kann hochzufrieden sein und er wird auch hochzufrieden sein. Diese beiden Qualitätsspiele hinten raus, da wird er jetzt sicher dieses Spiel nicht mehr angucken. Zumal er jetzt ja vielleicht sogar aufgrund der Reizung von dem Rechten wieder Potenzial für 40 Punkte hat, ne, mit seiner Karte. So sieht's aus. Ehrlicherweise muss man sagen, großes Potenzial. Ne? Mal gucken, was jetzt angesagt wird. Kreuz oder Pik sehr wahrscheinlich. Bei Pik gucken wir ganz genau hin. Aber auch bei Kreuz. Ich meine, Volle hat er wie. Das Einzige, was wahrscheinlich klar ist, dass der Rechte nicht viele Herzen hat in der Hand bei 22. Ja. Was überlegt er? Achso. Ja, Martin ist ja auch im Stream. Oh. Oh. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber hier ist sie dann doch recht schnell gestorben. Hm. 39, okay, Moment, sieben Trümpfer.
Wenn er jetzt noch eine Kreuz Lusche hat und unser Partner Kreuz 10, dann ist hier doch noch Musik drin. Schöner Zug auf jeden Fall. Weil sich der Alleinspieler jetzt entscheiden muss, Genau. wo ist das Herz Ass? Wenn er abwirft, gewinnt er auf jeden Fall. Wenn er bedienen muss, hat er auch Glück gehabt. Ah. Es ging nicht. Es ging nicht, weil er konnte nicht zwei Herz gedrückt haben und eine Herz oben, weil sonst er drückt sich ja nicht, er behält ja nicht zwei Karos und ein Herz und drückt zwei Herzen. Da behält er lieber doch drei Herzen oben, ne? Nee, entscheidend, er hätte es verlieren können, wenn er jetzt nicht die Herzlusche hat, sondern die Kreuzlusche oben hat. Ne? Genau, Dann ja. kommt er in diese Entscheidung, so ging's nicht. Außerdem, ja, dann hätte man wieder fragen müssen, genau. Dann hätte er natürlich, wenn hinten jetzt Kreuz 10 reinladen kann, dann hätte man Ja. natürlich das Herz Ass spielen müssen. Ja, Aber das konnte hatte ich nicht. kurz überlegt, ob es den Fall gibt, aber den konnte es nicht geben, weil dann hat Vorhand halt sehr unorthodox gedrückt, ne? So gesehen, korrekt getroffen. Am Ende des Tages ist hier gar nicht, also von den Punkteständen, die beiden anderen können, glaube ich, auch noch zufrieden sein, dass sie mit 600 hier vom Tisch kommen. Ah, gut, Spieler 2 tatsächlich, wenn er Spiel 20 weglässt, sieht die Geschichte ganz anders aus, ne? Dann gewinnt Spieler 2 den Tisch. Ja. So, also eigentlich alle, eigentlich lief es sehr glücklich für Martin. Ja. Guckt er jetzt, das interessiert, auf dem Video sind ja noch 18 Sekunden, guckt er jetzt noch mal rein, was im Skat lag? Das kann ich dir jetzt auch nicht mehr genau sagen. Er Ja. reflektiert vielleicht auch noch mal die Serie, er reflektiert vielleicht noch mal den Stand. Ja. Er wird Ja. jetzt Notiert sich wieder die Punkte? Ja. in die Konzentration gehen, denn die fünfte Serie startet ja sehr schnell. Da sind ja keine großen Pausen dazwischen. Ja, und ich denke, wir schauen uns dann mit besonderem Interesse dann auch noch die Finalserie an. Eddie, danke erneut. Toll, dass du da warst. Gerne, gerne. Und ja, bis bald beim Skat. Horido. Jo, tschüss.